Diese beiden Eichhörnchenbabys haben ein Drama überlebt, das sich am Freitag in Hochheim am Main abspielte. Auf dem Balkon eines Hochhauses geriet diese Eichhörnchenmama, die vier Jungtiere in einem Kobel versorgte, in ein tödliches Kunststoffnetz, wahrscheinlich ein Katzennetz. Das hatte dieses Netz engstens um den Hals geschlungen. Es hatte den Kopf da reingesteckt und sich dann durchzappeln hatte sich das festgezogen. Und ja, dann halt auch noch zwei von seinen Babys, die hingen dann da dran. Neugeborene, die sich auch mit verheddert hatten. Die beiden Neugeborenen, die waren bereits stranguliert. Die hatten das Netz komplett jeweils um den Hals. Und die Mutter hatte es auch um den Hals, hat aber zum Glück noch gelebt. Dass überhaupt jemand überlebt hat, ist Vera Heck von der Eichhörnchenhilfe Spessart zu verdanken, die sofort zu der Familie im Hochhaus eilte. Also wenn man so einen Anruf bekommt und die Bilder sieht, dass ein Tier verschlungen im Netz hängt, weiß man nicht, was einen erwartet. Man packt alles ein. Der Balkon war sehr eng, 12. Stock. Und man hofft, dass man irgendwie dieses Tier A antrifft und B auch zu fassen bekommt. Und das ist uns tatsächlich auch mit Hilfe des Finders gelungen, sodass wir Mutter sichern konnten und im zweiten Schritt eben auch die zwei kleinen Jungtiere, die noch im Kurbel gelegen haben. Das sind diese beiden, die inzwischen auf die Namen Adriano und Benito getauft wurden. Nachdem die Eichhörnchenmama unter Betäubung in mühevoller Kleinarbeit von dem Netz befreit wurde, sollte der überlebende Teil der Familie wieder auf dem Hochhausbalkon ausgesetzt werden. Die Mama allerdings machte sich aus dem Staub. So werden Adriano und Benito jetzt per Hand aufgezogen. Und das ist ganz schön mühsam. Die Babys werden auf ihrer Körpertemperatur gehalten. Also wir haben eine wunderbare Wärmflasche da drin oder auch einen sogenannten Inkubator, wo man die Körpertemperatur einstellen kann, sodass sie immer schön warm bleiben und nicht auskühlen. Dann werden sie alle 3 Stunden mit einer speziellen Aufzuchtmilch, ist ja eigentlich eine Katzenaufzuchtmilch, gefüttert. Danach müssen die Kleinen massiert werden, weil sie von alleine noch keine Verdauung haben. In der Natur macht das natürlich die Mama. Dieses Aufpäppeln dauert richtig lange. Adriano dran. Die werden bis zum Alter von 14 bis 16 Wochen fachgerecht gepäppelt und dann in Volieren freigelassen, solange bis sie selbstständig Nüsse knacken können. Nüsse knacken bedeutet nämlich, dass sie alleine überleben können. Im Sommer ist es dann hoffentlich soweit, dass Adriano und Benito in die Freiheit entlassen werden können.